Hallo, moin moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer. Let's Play Cities XXL geht mal wieder in die nächste Runde. Und die nächste Runde beginnt, wie die letzten Runden aufgehört haben, mit Verkehrsoptimierung. Mal wieder was ganz Neues. Wir sind immer noch dabei, hier unseren Citykern, sage ich mal, umzugestalten. Ein bisschen Einwohner haben wir verloren. Zwar, wir hatten schon mal 1,3 Millionen, sind jetzt ein bisschen unter 1,3. Haben wir hier aber auch, glaube ich, noch irgendwo vielleicht ein bisschen. Da haben wir gar keinen freien Wohnraum mehr. Ist alles belegt. Aber wir haben hier noch Platz. Dieses Feld soll auf jeden Fall noch erneuert werden. Dieses Feld muss noch irgendwie mal ein bisschen ordentlich gemacht werden. Jetzt gucken wir mal, wie wir das am besten hinkriegen. Macht natürlich immer mal Sinn, kurz mal so den Verkehr anzuschauen. Da sehen wir schon, wenn wir hier weitermachen und dieses hier dann mit auflösen irgendwie. Ich wollte gerade sagen, wenn wir hier größere Straßen reinmachen, aber das kriegen wir nicht aufgefangen. Das wird nichts. Das heißt, dieses Stück hier wäre jetzt eigentlich als nächstes dran. Was haben wir hier denn? Gesundheit und Brandschutz. Hier muss nämlich eine große Straße dann hin. Genau wie hier eben. Das ist eine Freizeiteinrichtung. Das ist ein Hubschrauberlandeplatz. Hier ist es ja eigentlich wahrscheinlich, naja, es ist ja auch nicht gut. Eigentlich muss die Straße hier und die muss weg. Weil sonst haben wir hier so ein kleines Ministück, was natürlich immer total verstopft ist. Das ist Mist. Also würde ich sagen, machen wir einfach hier weiter. Die wird dann auch groß. Ja. Hier nehmen wir, was nehmen wir denn hier weg? Achso, Bildung. Schon wieder Brandschutz, Freizeit, Führungskräfte, hauptsächlich Führungskräfte, gut, kommen wieder Führungskräfte hin. Was wir in den letzten Folgen gelernt haben, wir machen überall nicht kaputt, wenn wir Gebäude einzeln abreißen. Auch wenn wir jetzt hier mal ein bisschen was Geschicktes wegnehmen, wir gucken mal, vielleicht bauen wir das wieder auf, vielleicht auch nicht. Brandschutz haben wir hier vorne, müssen wir nicht zwei nebeneinander haben. Das macht keinen Sinn. So, einmal das Feld schnell räumen. Ach, nehmen wir das auch gleich weg. So, sauber ist das Feld. Nein, noch nicht ganz. Auch weg. Straßen. Genau, das ist die passende. Die geht hier weiter. Gar nicht, ob wir hier noch eine zwischenziehen. So zum Beispiel. Das aber dann als Sackgassenstraße, die nicht unten anschließt. Dann bis hier. Das ist eh schon alle Spitzenkräfte hier. Dann, ja, Führungskräfte haben wir einige weggerissen, brauchen wir ein paar neue. Erstmal ein paar Führungskräfte. Hier kommt ein bisschen Deko hin. So. Arbeitsplatzleben, Lebensumfeld nicht attraktiv genug. Vielleicht müssen wir hier mal wieder einen Park oder sowas machen. Ich kann mir hier noch gut vielleicht zwei Parks machen. Geld, ja, Geld haben wir.
Ja, das hier ist echt gediegen, dieses komische Stück. Jetzt nehmen wir dann hier weg. Führung. Führung. Das ist wieder irgendwie die Elektrofahrräder. Nicht so wichtig. So, das sind alle Spitzen. Hier ist in Führung. Großteil hier ist Führung, ein paar Spitzenkräfte sind dazwischen. Führung qualifiziert. Gesundheitswesen. Lädt derzeit echt noch ein bisschen rubbelig das Ganze. Also wenn man dieses Spiel wieder neu lädt, glaube ich, dauert das ein bisschen, bis sich das zurechtfindet. Das war eigentlich hier ziemlich blöd, dass wir die hier gebaut haben. Kann alles, was wir gerade gebaut haben, wieder abreißen. Tut mir leid. Das war ein bisschen zu voreilig. Die Straße hier wollen wir ja auch verbreitern. Also bis hier können wir ja. Und da müssen wir mal gucken, was wir machen. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht testen wir es einfach mal so. Ist die natürlich hier ein bisschen unterdimensioniert. Aber hier die U-Bahn-Station wegreißen ist immer, U-Bahn-Station wegreißen ist immer blöd. So, diese Verbindung kommt weg, dafür ziehen wir die hier vielleicht eher durch. Muss das hier alles weg. Na, nehmen wir mal die Hütten hier weg. Dafür entstehen hier neue. Jetzt hängen wir hier wieder mit der U-Bahn-Station. Dass mehrere Stücke sind, macht jetzt irgendwie keinen Sinn. Ich möchte dann einmal die Straße auch entfernen. Und dann gibt es eine neue Straße für euch. Anschließen können, ich glaube es nicht. Und das machen wir dann. Erstmal relativ gerade. Dieses eine Stück muss weg. Sind auf jeden Fall einige U-Bahn-Linien, aber wir haben sowieso schon wieder hier U-Bahn-Stationen zerstört, wenn ich sehe, die sind alle hier unten schon wieder nicht mehr, wenn doch jetzt kommt es so. Na, weiß ich nicht. Dass das auch immer irgendwo im Weg sein muss, so ein Gebäude, was man ungern umreißen möchte, ne? Nervt. Nervt total.
Aber vielleicht kommen wir drum rum, das nicht abreißen zu müssen. Nehmen wir einfach mal hier so ein komisches Kurvenstück bauen. Muss ja nicht immer nur gerade sein. Naja, das soll gerne gerade werden. Hier haben wir Platz, jetzt müssen wir erstmal schnell mal wieder für Führungskräfte ein bisschen Platz hier schaffen. Alles Führungskräfte werden. Vielleicht nochmal, ob denn irgendwas mangelt hier. Das können wir dazwischen nochmal setzen. Eine Schule oder Brandschutz oder was auch immer. Da müssen wir gucken hier, wo ist noch Zufriedenheit. Das ist eigentlich alles hier im guten, einigermaßen guten Bereich. Lebensunterhaltungskosten. Ja, sonst ist alles scheinbar gut, nur die Lebensunterhaltungskosten sind ein bisschen zu hoch. Die Führungskräfte, die keine Straße mehr haben, dürfen ausziehen. Können hier drüben ja neu einsiedeln. Da hätten wir ja nichts gegen. Können direkt hier ausziehen, müssen die auch gar nicht weit oder so zum Umziehen. Das ist auch echt praktisch. Vielleicht machen wir, ich dachte einfach mal, vielleicht noch mal ein Einzelhandel macht, glaube ich, immer ein bisschen Lärm. Das ist eigentlich auch alles ausreichend versorgt, das brauchen wir hier erstmal nicht. Das ist das städtische Verkehrsbetriebe. Buslinien. Das haben wir ja auch noch. Puh, das Stück ist jetzt dicht hier. Da haben wir auf jeden Fall Verstopfung ausgelöst. Aber ich meine, die soll sich ja auch bis hier oben durchziehen, denn. Aber. Puh. Das machen wir nicht mehr diese Folge. Soll ich hier rüber? Kann aber hier denn nicht anschließen wegen der U-Bahn. Könnte dann aber zum Beispiel hier anschließen. Könnte man hier so einen kleinen Verlauf irgendwie machen. Ich glaube, das machen wir dann als nächstes. Mit Wegreißen können wir ja schon mal anfangen. Bereiten erstmal so vor, dass wir diese Straße hier weitermachen können. Die ist ja zum Glück schon groß hier. Und dann haben wir Platz für neue Spitzenkräfte und Führungskräfte. Hier müssen leider alle weg. Müsste eigentlich schon reichen. Diese Straße hier muss auch weg. Gucken wir mal, ob wir die Straße jetzt hier weiterkriegen. Das sieht auch schon mal gut aus. Aber jetzt sieht es nicht mehr gut aus. Kommen wir dann da jetzt am besten hin?
zählt wahrscheinlich als tausende Stücke, oder? Okay, dieses Stück zählt nur, weil diese Straßen hier noch sind, die kommen ja weg. Ich versuche das nochmal neu. Ein bisschen weniger. Knick. Kurve. So gefällt mir das. Machen wir so. Und ich würde sagen, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich immer fürs Zuschauen. Hoffe, ja, die Verkehrsplanung gefällt euch hier, was ich mache. Wie gesagt, wir arbeiten noch dran. Hier diesen roten Kern, hier orange, das ist nicht gut. Da gucken wir mal. Dieses Autobahnauffahrtstück, das machen wir gleich in der nächsten Folge. Ne? Und hier sind auch so ein paar Kleinigkeiten, die man auf jeden Fall noch eine größere Straße ausweiten kann, um hier nochmal für Entlastung zu sorgen. Machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.